Was los? Was los? Was los? Juhu! Ja, ja, können wir jetzt trainieren? So mit dem Licht ein bisschen. Mein kleiner Mann. Was los? Was los? Was los? Was los? YouTube! Ah, ich kann nicht auf die Luft stecken. Ich bin auch älter geworden. Zieht im Handgelenk, habe ich gehört. In unserem letzten. Chagi ist verletzt. Was hast du gemacht? Hingefallen. Wie? Über eine Box. Ja, und das Komische ist, in dem Moment ging es, am nächsten Tag ging es. War nicht so gut, aber es war im Wettkampf. Und dann ging aber Handstand Walk schon, also nach dem Aufwärmen ging es auch wieder. Samstag ist es passiert, montags ging es dann, hab dann gesnatcht und seitdem ist gebrochen. Kacke, ja, was ist, nervt. Nervt einfach. Also dauert, Handgelenk dauert so lange, wie es dauert. Schagel ist so wütend, er hat einen Workout angeschrieben. Ja, hat er wohl. Ja, ist ja nicht mal meins, das kann ich mir nicht mal auf die Fahne schreiben. Ja, sonst wäre ich auch sauer auf dich. Das kann ich auch auf Landy sein wahrscheinlich. Ja. Und zwar 8 Runden, 15 Unbroken Pull-Ups. Unbroken. Und 5 Unbroken Hang Squat Cleans. Eigentlich steht da 90 Kilo. Ich habe 80 auf der Bar. Und ja, da wird auch nicht, mehr raufwandern. Und bei den Unbroken Pull-Ups muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich auch mal schauen. Also bevor ich mir die Schulter schrotte, mache ich halt 2 Sätze oder so. Mal sehen. Aber ich... gib alles. Danach 2,5 M-Raps. 2 M-Raps, ein for time. Aber da können wir ja gleich drauf eingehen. Ja, genau. Ja? Eine Sache, auf die ich nochmal eingehen wollte. Wir haben ja vor ein paar Wochen dieses Gewinnspiel gestartet und ich glaube, wir haben es ein bisschen zu komplex angelegt. Da haben die Leute irgendwie, ich glaube, die konnten uns nicht folgen. Pass auf, wir machen es nochmal. Also wir verlosen 3 Affen. Wir haben doch keinen Bock drauf. Wir verlosen 3 Affenhand-T-Shirts. Alles, was ihr jetzt machen müsst. Dann haben Leute vielleicht auch keinen Bock auf Affenhand-T-Shirts. Vielleicht können wir die anders nennen. Egal. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, schreibt in die Kommentare, was ist ein Chagobert? Also wir haben ja schon mal bei den CrossFit Open rausgehauen, es ist eine CrossFit-Übung, aber wie sieht die aus? Was könnte das sein? Und auf einmal kommen die Leute mit irgendwelchen wirren Sachen. Wenn sie nicht vormachen müssen, dann, ich kenne natürlich. Ja, aber was ist ein Chagobert? Wird die besten 3 Antworten. Kriegen ein T-Shirt und wir tun die nach. Also jetzt lassen wir hier die Kommentare glühen. Mir schwant das schon wieder. So ein T-Shirt kann jeder gebrauchen, der gerne mal schwitzt, oder? Ja. Ja. Also, wir stürzen uns mal hier ins Getümmel. Mir tut jetzt schon alles weh. Here we go. Ich muss schon sagen, man muss hier erstmal wieder in den Flow kommen mit dir, Alex. Reinpfeifst. So. Lass mich mal einen Moment mit den Leuten allein. Ab jetzt, in einem Jahr erinnerst du dich an den Punkt, der jetzt gerade war. Jetzt läute ich eine neue Ära ein. So. Das geht raus an die Leute da draußen. Alex habe ich es gerade schon gesagt. Ab jetzt wird nicht mehr gefeiert, wenn man sich den 95. Donut reinpfeift. Ab jetzt, wird inkonsequent nicht mehr ist inkonsequent nicht mehr cool. Helft Alex mal lieber, dass er mal wieder ein bisschen in die Puschen kommt, Gas gibt, auch wenn er viel um die Ohren hat, sich nicht hinlegt,
sich verdammt um meinen Arsch aufreißt. Schickt ihm Bilder von früher, wie er früher aussah, auch wenn das sekundär ist. Erinnert ihn dran, Competition-Team in dieser komischen Box Altona. Es war alles ein bisschen anders, da muss er auf jeden Fall wieder hin. Auch für sich, auch für ihn. Also, wenn er wieder postet, euer hier, Goldene Möwe, McDonalds, schreibt mal nicht cool, sondern schreibt mal Decker, Alter. Komm mal in die Puschen. So. Ich gehe wieder rein. Es geht nämlich jetzt weiter. Arsch aufreißen. Schagel. Wäre ich vor 4,5 Jahren noch einfach im McFit geblieben. Wäre ich vor 4,5 Jahren noch einfach im McFit geblieben. Was denn? Dann würde ich, würd ich immer noch denken, ich wäre die Vollmaschine. Wäre richtig gut in Schuss. Wäre so der Macker morgens um 6, wenn da keiner ist. Hat ja jemand gesagt, es war keiner da. Ne, war keiner da. Ja. Putzfrau. Die ist aber Macker. Ja, die Putzfrau auch ein ganz schöner Macker. Ja. Shoutout an die McFit Putzfrau. Weißt du was? Na? Oh nein, es geht gleich weiter. Eine Minute. Ja, yuppie. Ich stell mal die Kamera auf. Willkommen. Ah, so, das erste von 3 M-Raps durch. Es ging mir schon mal besser. Boah. Wir sprachen darüber. Also wenn man sich während des Workouts schon ausrollen muss, ist man auf jeden Fall gut in Form. Das ist ein gutes Zeichen immer. Weil dann hat man Zeit. Dann arbeitet der Muskel. Ja. Schagel, es geht mir nicht so gut. Es geht mir echt nicht so gut. Was? Es geht mir echt nicht so gut. Ich weiß. Oh. Was ja grundsätzlich okay ist. Ja, ich zitter. Wie Espenlaub. Das hätte ja Angst. Ja, Angst kommt aber auch hin. Ein bisschen vor dir und vor dem nächsten Workout. Aber ich baue mal mein Gewicht auf. Von mir? Auch immer. Bisschen immer. So, was noch? Als nächstes schön die noch kürzere Sätze und fertig. Singles nicht, aber bam. Bam. Ein paar da noch. Ein paar Reps. Wollen wir mal gucken. Ich werde ihm gleich mal vorschlagen, was er davon hält. Bis vorhin schon mal so leicht an klingen lassen. Wenn wir sagen, dass wir entgegen des Stresses des Alltäglichen, den wir ja nun mal so haben, Hashtag Haus. Heute quasi in die neue Ära gestartet sind. Schreibt nochmal, bevor er das irgendwie gleich unterbrechen kann, indem er reinsabbelt, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr sagt, oh nee, Alex, entspann dich, mach das nicht, schreibt das natürlich auch gerne rein. Ich antworte dann. Vielleicht bin ich ja auch der Honk, aber ich will einfach, dass er seinen alten Stand wieder erreicht. Dann hat er auch wieder mehr Spaß. Bin ich mir sicher. 4 Sekunden noch. Oh. Okay. Fertig? Punktlandung. Oh, ich kann die Kamera kaum halten. Ich bin platt.
Ja. Das sieht auch mal. Meine Haare, ey. Bad Hair Day. Ah, du, ich muss sagen, die sehen aber eigentlich immer so aus. Ja, eigentlich schon, aber heute fühlen die sich anders an. Kennt das, wenn Haare sich anders anfühlen, Jan? Oh. Ja. Habe ich oft auf dem Rücken. Puh. Ja. Leute, der Fatih hat mich zerstört. Soll ich halten? Ja, nee, es geht schon. Ja, doch. Ich halten. Oh, ich zitter, ey. Zitter, ey? Zitter, ey. So, damit es ja gar nicht erst in Vergessenheit gerät. Ich habe euch ja gerade eingeweiht, wie es nicht weitergehen kann. Alex sieht das, glaube ich, ähnlich, ne? Ja? Alex sieht das, glaube ich, ähnlich. Ja. Deswegen frage ich dich hier. Willst du? Ja. Stark. Ich biete dir an, nur für 6 Wochen. 6 Wochen? Das ist nicht abgesprochen. 800 Euro in der Woche. 6 Wochen, 800 Euro in der Woche. Nein, jetzt mal ernsthaft. Da geht's los. 6 Wochen lang schreibe ich hier im Programming. Du kriegst jeden Sonntag von mir einen Plan. Den Plan ziehst du in der Woche durch. Wir besprechen vorher, wie viele Termine du hast. Ich sag dir zum Beispiel 3 feste Termine für einen Squadplan. Und alles andere kannst du drumherum legen, wie es dir gerade passt. Aber du musst es machen. Ich will. Ja, ich will. Und du musst es dokumentieren natürlich. Oh, so ein bisschen. Nicht zu sehr, sonst kommen die ganzen Klugscheißer und ist ja eigentlich jeder. Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem am besten Snatch dokumentieren, Clean and Jerk und auch die Tiefe des Squat. Ja, also ich würde sagen, technisches Weightliften ist vorab erstmal nicht dein großes Problem. Du musst erstmal wieder reinkommen. Mit dem Fuddy fit bekommen. Kannst du über die Kamera halten? Die ist mir zu schwer. Ja, mach ich. Mach ein Wir! Guck mal. Ah, sehr gut. Ja, Leute, es geht wieder los, hoffe ich. Unsere Häuser sind ja auch in den letzten Zügen. Wir sind gezwungen, bald umzuziehen. Mhm. Ob wir beide dann schon wirklich ein Dach über dem Kopf haben und auch alle Fenster drin und ob es eine Küche gibt, wissen wir noch nicht. Ist das ein ätzendes Licht? Aber was es auch bedeutet ist, dass wir und vor allem ich dann so ein bisschen weniger Stress habe und nicht mehr irgendwelche Fundamente rausreißen muss, sondern wieder ein paar Gewichte reißen kann. Das wäre schön. Und stoßen. Ja, stoßen gesagt. Ja, So, ich werde jetzt versuchen, mich irgendwie in mein Auto zu setzen. Ist ja auch viele Leute, die wollen ja wieder mehr CrossFit-Content haben, ne? Ja, ich tut alles weh von dem Clean-Kram. Also, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was ein Schargobert. Und auch mal so ein bisschen gerne, jeder Daumen nach oben ist Mitleid für mich, also lasst sie glühen. Das gibt's übrigens auch nicht mehr, diese Mitleidkacke. Kann ja keiner mehr hören. Doch, ich leide hier echt nicht so oft auf dem Kanal, aber heute darf ich mal einmal, danach ist auch Schluss. Also mit Leiden, nicht mit dem Kanal. Ich würde sagen, bevor ich hier noch so zitter, dass das Mikro abfällt, verbleibe ich mit den weisen Worten von Helmut Schmidt, der bei seiner Wahl zum Bundeskanzler sagte: Hat jemand Feuer? Liken, teilen, abonnieren, Screenshotten, ausdrucken, Herz mal auf mal einen Knopf hängen, mal ein paar Bescheid sagen. Alle CrossFit Hipster auf Doom abonnieren und mir die Daumen drücken, dass ich den 6 Wochen Schargeldplan auch gut überstehe. Mm. Dies, das. Ananas.